In diesem Video geht es um den Bandscheibenvorfall. Ein Bandscheibenvorfall ist eine Verlagerung eines Teils der intervertebralen Bandscheibe in den Spinalkanal oder das Neuroforam und tritt am häufigsten auf Höhe der LWS oder unteren HWS auf. In den meisten Fällen ist die Ursache eine Bandscheibendegeneration, was zu einem Riss des Annulus fibrosus führt, sodass der innere Nucleus pulposus durch den Infekt hindurchdringt. Eine andere seltene Ursache kann ein vorangegangenes Trauma sein, wobei in den meisten Fällen bereits eine Degeneration vorbestand. Man unterscheidet die Bandscheibenprotrusion von dem Bandscheibenvorfall und dem Sequester. Von einer Bandscheibenprotrusion spricht man, wenn der hervorquellende Nucleus pulposus noch von einem schmalen Annulusring umgeben ist. Bildmorphologisch liegt eine Protrusion vor, wenn der nach intraspinal ragende Anteil der hernierenden Bandscheibe kleiner ist als seine Basis. Wenn der intraspinale Anteil größer als seine Basis ist, handelt es sich um einen Vorfall. Wenn kein Kontakt mehr zur Basis zu erkennen ist, spricht man von einem Sequester. Sowohl eine Protrusion als auch ein Vorfall können fokal oder breitbasig sein. Abhängig von der Größe und Lokalisation können radikuläre Schmerzen, Sensibilitätsstörungen oder Lähmungserscheinungen auftreten. Ein seltener Massenvorfall kann das Myelon oder den Conus medullaris komprimieren und zu einer Myelopathie bzw. Konussyndrom führen, was sich in Form eines akuten Querschnitts oder einer Blasenmastdarmstörung äußern kann und einen medizinischen Notfall darstellt. Die beste Methode, um einen Bandscheibenvorfall darzustellen, ist mittels MRT. Im MRT erscheint die hernierende Bandscheibe in der T1 iso- oder hypointens zu seiner Ursprungsbandscheibe. Signalauslöschungen können im Rahmen von Verkalkungen oder Vakuumphänomenen entstehen. Generell lässt sich ein Bandscheibenvorfall aufgrund des hellen Liquorsignals in der T2 besser erkennen, wobei das Signal sehr variabel ist und von der Hydratation sowie möglichen Verkalkungen abhängig ist. Hier sieht man den Bandscheiben, diese Vorwölbung von der intervertebralen Bandscheibe hier nach intraspinal. Hier die korrespondierende Stiersequenz, ebenfalls mit sehr hellem Liquorsignal und der hernierenden Bandscheibe. Hier sieht man dazu die korrespondierenden axialen Sequenzen. Hier wieder der breitbasige Bandscheibenvorfall, hier mit punktförmiger Signalanhebung. In der T2 gewichteten Sequenz erkennt man wieder an dem hellen Liquorsignal hier im Spinalkanal, wie auch hier in den Facettengelenken beidseits. Und dieses punktförmige Signal entspricht einem Riss in der Bandscheibe, einem Annulus fibrosus Riss, was immer gleichbedeutend mit einem Vorfall ist. Eine Kontrastmittelgabe ist in der Regel nicht nötig und erfolgt meistens nur, wenn der Patient bereits eine Bandscheibenoperation hinter sich hat, um mögliches Narbengewebe von einem Rehvorfall zu unterscheiden. Der Bandscheibenvorfall kann ein peripheres Enhancement aufgrund von Granulationsgewebe oder einem dilatierten epiduralen Venenplexus aufweisen. Die Bandscheibe selbst reichert im Gegensatz zu Granulationsgewebe in der Regel aber kein Kontrastmittel an, es sei denn, der Vorfall besteht schon länger, sodass es zum Einsprießen von Gefäßen in das Bandscheibenmaterial gekommen ist. Hier habe ich ein weiteres Beispiel von einem intraforminalen Bandscheibenvorfall. Man sieht im Gegensatz zu einem darüberliegenden Neuroforam oder auch hier dem darunterliegenden Neuroforam hier noch überall gut das intraforaminale Fettgewebe und hier hingegen ist dieses Fettsignal nicht mehr abzugrenzen durch eben Bandscheibenmaterial, was in dem Neuroforam liegt. Korrespondierend hierzu die axiale Aufnahme, wo man auch hier im Seitvergleich hier gut das Neuroforam abgrenzen kann mit der darin liegenden Nervenwurzel. Hier hingegen ist das Neuroforam durch den Bandscheibenvorfall deutlich eingeengt. Auch hier nochmal ein intraforaminaler Bandscheibenvorfall. Darüber kann man sehr gut das Fettgewebe abgrenzen. Hier hingegen deutlich signalarmere Darstellung des Neuroforams und korrespondierend auch hierzu wieder die axialen Schichten, wo man sowohl die Nervenwurzeln beidseits hier sieht, aber zusätzlich hier linksseitig den Bandscheibenvorfall, der eben Kontakt zu dieser Nervenwurzel hier aufweist. Hier nochmal ein größerer Bandscheibenvorfall, der nach kaudal umgeschlagen ist. Hier in der T2-Sequenz, hier in der T1-Sequenz kann man daran erkennen, dass man hier noch ein bisschen Liquorsignal sieht im Canalis sacralis. Das stellt sich hier hell dar, hier ist es dunkel. Ansonsten das subkutane Fett als auch das Bauchfett und das Fett
In den Neuroforamina stellt sich sowohl in der T2 als auch in der T1 signalreich dar. Hier die korrespondierenden axialen Aufnahmen, wiederum der große Bandscheibenvorfall links, rechts lateral im Seitenrezessus gelegen mit Kontakt zur S1-Wurzel, die auch ein bisschen verdickt im Seitvergleich erscheint und somit wahrscheinlich durch eine Reizung eben des Bandscheibenvorfalls auch als symptomatisch dann anzusehen ist. Hier wiederum sieht man ein Bandscheibensequester. Man sieht keinen wirklichen Kontakt mehr zu der Bandscheibe darüber liegend oder auch nicht darunter liegend. Man hat hier noch so einen Riss, so ein helles Signal, was man abgrenzen kann. Und der Sequester liegt hier im Spinalkanal. Nach Kontrastmittelgabe kann man sehen, dass sich peripher ein Kontrastmittel-Enhancement darstellt. Hier nochmal in der Subtraktionsaufnahme, was wahrscheinlich umliegendes Granulationsgewebe oder auch eben Venenplexus entspricht. Das Bandscheibenmaterial selbst jetzt zentral weist aber kein Kontrastmittel-Enhancement auf. Hier auch nochmal der Bandscheibensequester mit den zugehörigen axialen Aufnahmen. Hier sieht man den Riss, also das helle Signal in der Bandscheibe und generell der Spinalkanal ist deutlich eingeengt. Man hat hier noch ein bisschen Liquorsignal, hier die punktförmigen dunklen Formationen sind Nervenwurzeln und hier nochmal auch das Bandscheibenmaterial, was hier linkslateral im Spinalkanal liegt. Abhängig von den Symptomen hat man verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Im Fall von Schmerzen als alleinige Symptomatik ist ein konservatives Vorgehen mit Schmerzmedikation, Physiotherapie oder auch Akupunktur die Methode der Wahl. In den meisten Fällen werden die Symptome allmählich nachlassen, wenn das intraspinale Bandscheibengewebe mit der Zeit resorbiert wird. Wenn die konservative Therapie versagt oder zusätzlich neurologische Symptome aufgetreten sind, ist die Bandscheibenoperation der nächste Schritt. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Radiologie TV. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr es teilt, liked oder kommentiert. Ihr könnt gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Dann klickt hier. Wenn ihr ein weiteres Video gucken möchtet, könnt ihr hier klicken. Wenn ihr direkt zu meinem Kanal gelangen möchtet, klickt hier.